Hallo, ich bin Jana Vosen. Es heißt Prinzessin oder Erbse. Und darin geht es um die Buchautorin Fanny Mai. Zu Beginn der Geschichte ist sie ziemlich vom Pech verfolgt. Kein Mensch will ihre Romane lesen. Ihr Verlag hat sie gefeuert, ihr Agent hat sie gefeuert. Sie steht quasi vor dem Nichts. Aber dann hat sie Glück im Unglück. Denn sie bekommt eine Stelle im Pressebüro der erfolgreichen Telenovela Liebe à la carte. Und da denkt sie jetzt erstmal, sie hat das Große losgezogen, alles scheint ganz wunderbar, aber schon ziemlich bald beginnt diese Fassade zu bröckeln. Und Fanny wird klar, dass hinter den Kulissen dieser Telenovela eigentlich das reinste Chaos regiert. Es gibt riesige Streitereien und Intrigen und Skandale. Und Fannys Job als Presseassistentin ist es jetzt, den schönen Schein nach außen zu wahren, damit die Welt, das Publikum und vor allem die Klatschjournalisten nicht mitbekommen, was da eigentlich so wirklich abgeht hinter den Kulissen. Damit hat sie alle Hände voll zu tun. Außerdem ist sie so ein bisschen abgelenkt von dem schönen Hauptdarsteller. Der heißt David Mori, ist ein ganz bezaubernder und charmanter Mann. Alle Frauen liegen ihm zu Füßen, Fanny auch. Dummerweise gibt es da ja noch so an die 2 Millionen weibliche Fans, die David auf Schritt und Tritt verfolgen, die ihn mit Liebesbriefen und Stofftierchen überschütten. Und mit dieser Art von Konkurrenz kann Fanny überhaupt nicht umgehen. Aber ob sie die Herausforderung trotzdem annimmt und was sonst noch so passiert, das können Sie lesen in Prinzessin oder Erbse. Viel Spaß!